Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Partei Die Linke, heute mit dem Parteivorsitzenden Martin Schürdewan und dem Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi. Beide stellen heute den Sozialplan der Linken vor für ein gerechteres Land. Ja, vielen Dank, Lars, und vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie so zahlreich wieder zu unserer Pressekonferenz erschienen sind. Ich habe etwas länger über meinen Einstiegssatz nachgedacht und muss gestehen, dass ich Ihnen leider keinen besseren Zustand beschreiben kann oder keine bessere Zustandsbeschreibung liefern kann an dieser Stelle, als dass die Ampelregierung sich in einem desolaten Zustand befindet. Die Ungleichheit in diesem Land wächst immer weiter und die Ampel ist nicht in der Lage, auf irgendeine der gesellschaftlichen Herausforderungen eine wirklich gelingende Antwort zu geben. Die 5 reichsten Familien in diesem Land haben ein Vermögen von mehr als 50% der Bevölkerung, also der unteren Hälfte der Bevölkerung, während wir gleichzeitig sehen, dass die DAX-Konzerne über 75 Milliarden Euro in diesem Jahr an Dividenden ausschütten wollen. Diesem obszönen Reichtum steht eine immer weiter wachsende Armut gegenüber. Diesem obszönen Reichtum stehen aber auch ganz klare Abstiegsängste der breiten Bevölkerungsmehrheit gegenüber. So ist es bislang nicht gelungen, der Ampel eine Kindergrundsicherung zu finanzieren. Der Streit hält an. Die Altersarmut ist auch inflationsbedingt gestiegen. Die Zahlen haben wir jüngst erst gehört. Die Mindestlohnerhöhung beträgt irgendwie mickrige 41 Cent in diesem Jahr, steigt also von 12 Euro zu 12,41 Euro mit Januar 2024. Die Mieterinnen und Mieter in diesem Land sind zu über einem Drittel, also jeder dritte Haushalt, mit den Mietenzahlungen überfordert. Circa 20% der Bevölkerung in diesem Land können sich keinen Urlaub leisten, vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen. Und trotz der erfolgreichen Arbeitskämpfe der Gewerkschaften in diesem Jahr bleiben die Lohnzuwächse trotzdem hinter den Inflationsraten der letzten Jahre zurück. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und der konservativen Opposition fällt in diesen Zeiten, die für viele Menschen schwer sind, nichts Besseres ein als ein offener Flirt mit der extremen Rechten. Die Aussagen von Friedrich Merz gestern sprechen für sich. Der Vorsitzende der CDU öffnet den Feinden der Demokratie die Tür in diesem Land. Ich halte das für völlig inakzeptabel. Unsere Antwort auf die krisenhaften Herausforderungen dieser Gesellschaft sind ganz andere. Unsere Antwort ist ein Plan für ein gerechtes Land. Wir sind entschlossen, die Menschen in diesem Land durch die Herausforderungen und die Krisen in Sicherheit zu führen, ihnen Vertrauen und Verlässlichkeit in Zeiten des Umbruchs zu bieten. Und Gregor Gysi wird jetzt ins Detail gehen an dieser Stelle und Ihnen unseren Plan vorstellen, damit Sie wissen, wie wir diesen Weg gemeinsam mit den Menschen in diesem Land beschreiten wollen. Ja, schönen Dank, Martin. Guten Tag, meine Damen und Herren. Martin hat schon darauf hingewiesen, dass die Gewerkschaften ja hart verhandeln müssen, um wenigstens den Inflationsausgleich zu erreichen. Und je nach Dauer der Tarifverträge wird das knapp erreicht oder auch gar nicht erreicht, sodass wir seit 2020 Jahr für Jahr Realverluste, Reallohnverluste haben. Das heißt, die Inflationsrate ist immer höher als die Steigerungsrate für die Löhne und Gehälter, sodass die Kaufkraft der Bevölkerung auch permanent abnimmt, was natürlich für ihren Lebensstandard Konsequenzen hat. Wir haben uns international umgesehen und unterbreiten deshalb für Deutschland folgenden Vorschlag: dass wir einen gesetzlichen automatischen Inflationsausgleich für alle Löhne und Gehälter beschließen, so wie man das in Belgien, Luxemburg, Malta und Zypern kennt. Das ist deshalb interessant, weil es in Belgien seit 1920 gilt. Die Wirtschaft ist daran nie zugrunde gegangen. Das gäbe eine neue Situation. Jahr für Jahr wird um die Inflationsrate des Vorjahres automatisch werden alle Löhne und Gehälter erhöht. Und dann müssen die Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen darauf achten, dass die Produktivitätssteigerung und die Gewinnsteigerung zu realen Lohnerhöhungen führen. Der Inflationsausgleich ist ja schon da und dann geht es um reale Lohnerhöhungen. Letztlich stärkt es die Gewerkschaften und vor allen Dingen beruhigt das die Menschen. Wenn sie wissen, jedes Jahr kriegen sie die Erhöhung der Inflation ausgeglichen durch eine entsprechende Steigerung ihrer Löhne und Gehälter. Das ist neu in Deutschland, kennt man das nicht, aber wenn man durch die anderen Länder fährt und sich das anschaut, gewinnt man den Eindruck, dass das ausgesprochen sinnvoll ist. Deshalb schlagen wir das vor. Der Mythos
der Lohnpreisspirale ist auch empirisch falsch. Also es wird ja immer behauptet, wenn die Löhne steigen, steigen automatisch auch alle Preise. Das ist wissenschaftlich untersucht worden und ist im Wesentlichen als falsch festgestellt worden. Was wir jetzt haben, ist eine Gewinnpreisspirale. Das heißt, die Gewinne nehmen zu und zwar über höhere Preise und dagegen fällt der Politik so gut wie nichts ein. Wir schlagen einen Mindestlohn von mindestens 14 Euro vor, damit ein menschenwürdiges Leben möglich ist. Und dann kenne ich immer die Debatte, die habe ich auch mit Taxifahrern und anderen, dass die sagen, die kriegen ja im Vergleich zu mir viel zu viel. Und dann sage ich immer, guckt nicht nach unten, guckt nach oben, ihr müsst mehr bekommen. Das ist das Entscheidende. Also Abstand nicht, indem ich ganz unten senke, sondern Abstand, indem ich für die anderen die Löhne entsprechend erhöhe. Außerdem starten wir eine Lohnoffensive Ost. Gemeinsam mit den Beschäftigten und ihren Gewerkschaften wollen wir für mehr Tarifbindung und flächende Tarifverträge auch im Osten kämpfen. Unser Ziel ist, dass die Löhne in den neuen Ländern bis Ende 2025, das heißt dem Ende der jetzigen Legislaturperiode, zu 100% an das Westniveau angeglichen sind. Das nervt mich, egal wo ich hinkomme. Ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel. Die Herstellerin von Nudeln in Riesa. Die haben mich angeschrieben, weil sie festgestellt haben, dass ihre Kollegen bei dem gleichen Eigentümer und Kolleginnen, überwiegend sind ja schlecht bezahlte Jobs, deshalb dann meistens Frauenjobs, also die Kolleginnen im Westen deutlich mehr verdienen als sie. Und dann habe ich die Eigentümer angeschrieben, sie haben so halb legal gestreikt mit Hilfe der Gewerkschaften und so. Nun ist es angeglichen worden. Also der Osten fängt an, was Neues zu kämpfen. Früher konntest du ja im Osten Streik beschließen, ist gar keiner hingegangen, konntest du vergessen. Das hat sich geändert. In meinem Wahlkreis gibt es Siemens-Beschäftigte und in Charlottenburg gibt es auch Siemens-Beschäftigte. Die verdienen das Gleiche mit folgendem kleinen Unterschied, dass die im Osten pro Woche 3 Stunden länger arbeiten müssen. Da gab es mal eine Protestkundgebung, die hat es wirklich in sich. Dann hat auch meine IG Metall erkannt, dass man mal was unternehmen muss. Und dann begann Verhandlungen. Nun wird das in 3 Jahren angeglichen. Also ich finde, man hätte es auch gleich angleichen können. Aber immerhin gibt es eine Perspektive. Also hier starten wir eine Offensive. So, und dann müssen Tarifvereinbarungen auf Antrag der Gewerkschaft für allgemeinverbindlich erklärt werden. Und zwar für alle Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten. Also die kleineren Unternehmen lassen wir da aus, weil die sich das manchmal nicht leisten können. Aber wer mehr als 10 Beschäftigte hat, muss dann in die Tarifbindung hinein. Natürlich wollen wir nach wie vor eine Vermögenssteuer. Dazu, Martin, kannst du ja noch was sagen. Und eine Übergewinnsteuer. Das gibt es in anderen Ländern. Wir haben das also nur für eine Richtung gemacht, aber nicht etwa für die Rüstungskonzerne, nicht etwa für alle Energiekonzerne, die aus diesen Sachen doch einen beachtlichen Übergewinn gezogen haben, dass davon zumindest ein Anteil an Steuern abgeführt werden muss. Und wir wollen natürlich auch andere Menschen entlasten. Jetzt haben wir nur vorgeschlagen die Angleichung bei der Inflationsrate bei Löhnen und Gehältern. Also andere Länder sind da schon weiter. Aber das hat auch einen Grund. Wir wollen nämlich einen Inflationsausgleich bei Renten, BAföG, Elterngeld und Sozialleistungen, und zwar rückwirkend. Weil man muss sehen, was da schon seit einigen Jahren passiert ist. Und das geht nun wiederum bei unserem gesetzlich rückwirkend. Deshalb schlagen wir das für diese Gruppen vor. Das scheint mir auch wichtig zu sein. Ich kriege ganz viele E-Mails, wo sich die Leute darüber beschweren, dass alle Regierungsangestellten, und nicht die Abgeordneten übrigens, das ist ein Irrtum, aber alle Regierungsangestellten und wohl auch die Ministerinnen und Minister und auch die Pensionäre einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro erhalten, gestaffelt. Nur die Rentnerinnen und Rentner nicht. Die haben einmal im letzten Dezember 300 Euro gekriegt, auch wieder Schwachsinn im Dienstkassensystem. Ich habe es auch bekommen, aber ich schwöre Ihnen, ich habe es gespendet. Also, aber für die wirklichen Rentnerinnen und Rentner ist das nicht nachvollziehbar, dass man als Pensionär einen Ausgleich für die Inflation bekommt und als gesetzliche Rentnerin oder gesetzlicher Rentner nicht. Wir müssen natürlich die Renten sichern. Das ist ja auch im Osten ein Thema. Nach wie vor fehlt die Angleichung. Ich weiß, dass wir jetzt den gleichen Rentenwert haben, seit übrigens erst erste Auszahlung Ende Juli, ja, weil immer der Eindruck entsteht per 1. Juli, das hat ja Schröder geschickt geändert, indem die Rente erst am Ende des Monats ausgezahlt wird, ist aber auch egal. Nur darf man nicht vergessen, dass durch die niedrig bezahlten Jobs im Osten ja über Jahrzehnte
eben eine geringere Rente entstanden ist. Und dafür müssen wir kämpfen, dass das hier endlich angeglichen wird. Wenn man schon weniger verdient hat für die gleiche Arbeit in längerer Arbeitszeit, dann noch dafür bestraft zu werden, indem man eine niedrigere Rente bezieht, das geht einfach zu weit. Und außer unserer Partei macht sich da kaum eine andere Gedanken. Richtig ist, dass wir einen Stopp für Mieterhöhungen brauchen, das kannst du auch näher erläutern. Wir brauchen 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Das muss nicht immer Bau sein, das kann auch Erwerb sein, unterschiedlich. Und dann haben wir es mit einem Rechtsruck zu tun. Die Rechten haben schon immer soziale Forderungen der Linken übernommen. Das ist gar nicht neu. Schauen Sie sich die Geschichte der 20er Jahre an. Da war das genauso. Was sie dann real gemacht haben, ist wieder etwas völlig anderes. Deshalb können wir uns natürlich nicht von unseren sozialen Forderungen abbringen lassen, das wäre ja nur abstrus. Aber gemeinsame Sache mit ihnen werden wir auf gar keinen Fall machen. Und ich finde, dass gegen Rechtsextremismus auch Protest, auch ziviler Ungehorsam und Aufklärung nötig ist. In unseren Schulen wird viel zu wenig Demokratie und Freiheit unterrichtet, weil kaum unterrichtet wird, was passiert, wenn das Gegenteil herrscht. Ich habe mal mit drei Leuten gesprochen, bin auch gleich fertig, die haben Erdogan gewählt und die haben mir gesagt, ja, sie haben deshalb Erdogan gewählt, erstens, weil sie in Deutschland diskriminiert werden und sie wissen, dass wir uns alle darüber ärgern. Das ist ja noch irgendwie ein Motiv, das ich zwar auch nicht respektiere. Und der zweite Grund, haben sie gesagt, ist, der sagt etwas und das ist 6 Wochen später Realität. Und bei euch wird 2 Jahre gequatscht und dann kommt irgendwann mal was. Habe ich gesagt, und das, was er sagt, wollt ihr auch? Ja. Sag ich, was macht ihr, wenn er jetzt plötzlich lauter Dinge sagt, die ihr nicht wollt? Die werden ja auch 6 Wochen später Realität. Und darüber hatten sie nie nachgedacht. Denn der Vorteil der Demokratie besteht ja nicht nur daran, dass ich wählen kann, sondern dass ich indirekt auch abwählen kann. Wir brauchen zweifellos die Verantwortung der öffentlichen Hand für den gesamten öffentlichen Sektor, der sich, also die öffentliche Nahversorgung, die sich beschäftigt mit Energie, Wasser, Bildung, auch Sport und selbstverständlich auch Mobilität. Das muss eine Aufgabe des Staates sein und das Wohnen gehört auch dazu. Und wenn er nicht Eigentümer ist, was ich bevorzuge, aber wenn nicht, muss er trotzdem die politische Verantwortung tragen. Und alle Privatisierungen, die wir in der öffentlichen Daseinsvorsorge vorgenommen haben, sind viel teurer jetzt beim Rückkauf, viel teurer, was saniert werden muss. Also das klassischste Beispiel ist ja die U-Bahn von London. Das hat milliardenfach mehr gekostet als das, was man durch den Verkauf mal eingenommen hat. Das passt eben nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Außerhalb der öffentlichen Daseinsvorsorge sieht es ganz anders aus. Und das Letzte, wir möchten gerne eine Steuerreform. Sehen Sie, in Deutschland wird alles von der Mitte bezahlt. Die Unteren können es nicht und an die Oberen trauen sich nicht ran. Deshalb bezahlen alles die Menschen mit mittleren Einkommen, da gibt es den berühmten Steuerbauch, und es bezahlen alle Mittelständler Deutschland. Nicht die Konzerne, nicht die Banken, nicht die wirklich Vermögenden, nicht die wirklich Reichen. Da sind die Regierungen einfach zu feige, hier einen anderen Weg zu gehen. Nicht alleine, aber zusammen mit anderen Ländern kann man einen Weg gehen. Sie wissen ja, dass die mal, glaube ich, vor 2 Jahren versprochen haben, dass große Banken und Konzerne mindestens 15% Steuern bezahlen müssen auf ihre Gewinne. Es gibt noch kein Land unter den G7, das das als Gesetz beschlossen hat. Es ist nur verkündet worden, mehr nicht. Das schwächt übrigens das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung. So, wir schlagen eine Steuerreform vor. Zumindest wir beide, sage ich mal, wo Folgendes passiert, dass wir alle entlasten, die wenig verdienen und die normale Einkünfte haben, also auch die mittleren Einkommen. Und mehr muss erst derjenige bezahlen, der mehr als 8.333,33 Euro verdient. Erstmal eine schöne Zahl, 8.333,33 Euro kann man sich merken. Und wenn Sie das mal 12 nehmen, kommen 100.000 heraus. Das heißt, wir wollen, dass derjenige, der mehr als 100.000 verdient, dazu gehören alle Bundestagsabgeordneten, dann für den Mehrbetrag, nicht für die 100.000, aber für den Mehrbetrag auch mehr bezahlen muss. Und das finde ich auch ausgesprochen gerecht.
Und Bundestagsabgeordnete, die immer vorschlagen, dass sie selber weniger zu bezahlen haben, denen würde ich misstrauen. Ich meine, dass wir mehr bezahlen müssen. Dankeschön. Vielen Dank, Gregor. Da würde ich gern an zwei Punkten anknüpfen und die hast du ja auch schon angekündigt, noch mal kurz auf die Frage der Steuergerechtigkeit in diesem Land zu blicken, aber auch auf die Frage der Mietenentwicklung im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Vielleicht anknüpfend an dem, was Gregor gerade ausgeführt hat, zur der Mindestbesteuerung transnationaler Unternehmen, die verkündet worden ist. Ich erinnere mich noch daran, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz seinerseits Finanzminister in den europäischen Verhandlungen immer auf der Bremse gestanden hat, wenn es um die Einführung einer Besteuerung für Digitalunternehmen ging. Deutschland war immer dagegen mit dem Verweis darauf, dass ja bald eine Mindestbesteuerung für transnationale Unternehmen eingeführt würde, unter die dann natürlich auch die großen Digitalkonzerne fallen. Dann hat man sich irgendwann im Rahmen der OSZE verständigt, dass man perspektivisch eine Steuer von 15% einführen möchte. Der Witz an der Sache ist, jedes kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland ist stärker belastet, als dann zukünftig auch transnationale Unternehmen nominell mit 15% belastet werden. In Deutschland ungefähr bei 25%, das ist die Unternehmenssteuer und die Gewerbesteuer, die kleine und mittelständische zu zahlen haben. Die großen Konzerne kommen dann mit 15% plus Steuererleichterungen davon. Das ist völlig inakzeptabel. Wir fordern also mindestens die gleiche Besteuerung der großen transnationalen Unternehmen, auch verglichen zu den Unternehmen hier, also eine Mindestbesteuerung von 25% für die großen transnationalen Unternehmen. Zweitens, Gregor hat auf die notwendige Reform der Vermögenssteuer hingewiesen. Unser Ziel ist dabei eine Millionärsteuer. Warum Millionärsteuer? Das ist deshalb wichtig, weil, wie richtigerweise ja schon erwähnt wurde, kleine und mittlere Einkommen in diesem Land nicht stärker belastet werden sollen, weil gerade da auch Kaufkraft ist und jede stärkere steuerliche Belastung dort auch dazu führt, dass die Leute angesichts der Inflation natürlich massiv zu knapsen haben und zu kämpfen haben, ihre Rechnungen zu begleichen. Das heißt, wir haben ein Modell, das kleine und mittlere Einkommen entlastet. Dann gibt es einen Zwischenschritt, die Reichensteuer, die sogenannte, die gibt es im deutschen Steuerrecht schon. Also es ist nichts, was wir uns jetzt ausdenken. Wir denken aber, dass die erst ab einem höheren Einkommen greifen sollte, nämlich ab 278.000 Euro. Ab da sollte ein Steuersatz von 60% gelten und alles, was dann Einkommen über einer Million Euro im Jahr betrifft, also die Einkommensmillionäre, die sollen dann mit einer Millionärsteuer besteuert werden. Davon gibt es im Moment, also es war vor der Krise 25.000, das sind mehr geworden. Wir wissen ja, dass sozusagen die Einkommen und die Vermögen sozusagen angewachsen sind an dieser Stelle. Diese Millionärssteuer soll dann 75% über einer Million, also das ist natürlich der Grenzwert, sozusagen betragen. Alles, was darüber liegt an Einkommen wird dann, oder Vermögen, wird dann entsprechend besteuert. Und drittens fordern wir eine Übergewinnsteuer für die Krisengewinner. Wir haben während der Pandemie gesehen, wie sich vor allem die Pharmakonzerne und die Digitalunternehmen, ich sag's mal, wahrscheinlich habe ich schon mal gesagt, dumm und dämlich verdient haben. Daran hat sich nicht viel geändert. Während der Energiekrise haben vor allem die Energieunternehmen einen unglaublichen Reibach gemacht. Im Moment sind es die Lebensmittelunternehmen. Und jedes Mal hat sich die Bundesregierung geweigert, diese zusätzlichen krisenbedingten Gewinne anständig zu besteuern. Das halten wir für völlig inakzeptabel, weil damit die Krisenlasten einseitig auf die Bevölkerung verlagert worden sind und eben nicht die Krisengewinner, in diesem Fall die Unternehmen, besteuert worden sind. Und jetzt zu den Mieten noch kurz. Da ist ja auch schon einiges zu gesagt worden. Portugal macht es vor. Die haben einen landesweit geltenden Mietendeckel eingeführt. Ich frage mich, wie angesichts der immer prekärer werdenden Situation in den Städten, in den Metropolregionen, aber auch mittlerweile im Speckgürtel von Berlin und Speckgürtel von anderen Metropolregionen oder großen Städten wie München und Hamburg, die Leute ihre Mieten noch zahlen sollen. Deutschland ist ein Mieterinnenland an dieser Stelle. Das heißt, natürlich brauchen wir eine Mietenpolitik, die dafür sorgt, dass die Leute gut wohnen können, dass sie auch in den Städten wohnen können, dass ihre Kinder in den Städten zur Schule und in den Kindergarten gehen können und so weiter und so fort. Also wir fordern einen Stopp für Mieterhöhungen, mindestens solange die Inflationsentwicklung so anhält, wie sie gerade anhält. Wir fordern deshalb einen bundesweiten Mietendeckel. Wir fordern, dass zusätzlich, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen, 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut werden. Die Bundesregierung hat ja Versprechungen gemacht von, weiß ich, 400.000 neuen Wohnungen, die sie pro Jahr bauen wollen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Kann man sagen, okay, krisenbedingt schaffen sie das vielleicht nicht ganz, aber dass sie nun wirklich jedes Ziel, was sie sich gestellt haben oder gesetzt haben, so eklatant und so klar verpassen, wie auch im Wohnungsbereich und im Neubaubereich, halten wir auch für nicht akzeptabel an dieser Stelle. Wir treten gemeinsam mit den Mieter
Bünden und den Mieterinnenorganisationen für einen Stopp von Zwangsräumung ein. Es kann nicht sein, dass Leute angesichts der Inflationsentwicklung auf die Straße geräumt werden und ihre Wohnungen verlieren. Und wir fordern auch, dass keine neuen Indexmietverträge abgeschlossen werden. Das ist dieses Modell, wo die Mietentwicklung direkt an die Inflationsentwicklung gekoppelt ist. Was heißt, dass wenn wir im letzten Jahr eine durchschnittliche Inflation in Deutschland von, ich weiß nicht, 8%, gut 8% hatten, jetzt Mieterinnen und Mieter dann im nächsten Jahr im Folgejahr diese 8% mehr Miete zu zahlen haben. Das ist völlig inakzeptabel. Soweit. Grundsätzlich braucht es neben einer grundlegenden Steuerreform natürlich einen Schwenk hin zu einer gerechten Politik. Die Steuern, die eingenommenen, müssen dann auch investiert werden in die Zukunft dieses Landes. Dafür muss die Schuldenbremse fallen. Dafür muss der Bundeskanzler sich endlich mal gegenüber seinem Finanzminister Lindner durchsetzen. Ich finde ja, im Bundeskanzler Scholz steckt immer noch zu viel Finanzminister Scholz. Diese Rolle muss er endlich überwinden, wenn er wirklich eine kluge Politik für dieses Land gestalten will. Und er darf sich nicht immer von seinem neoliberalen Finanzminister dominieren lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt Fragen, Herr Borro. Ja, zunächst eine konkrete, wenn ich das richtig gesehen habe, ist bei dem Thema Steuerreform, das fällt das Wort Erbschaftssteuer nicht bei Ihnen. 400 Milliarden, glaube ich, werden im Jahr in Deutschland vererbt. Warum ist das für Sie kein Thema? Das Zweite, das ist ja ein Forderungspapier letztendlich. Mit wem wollen Sie denn das durchsetzen als Partei, die bei zwischen 4-5% liegt? Gibt es da Vorgespräche mit der parlamentarischen Linken, der SPD, mit den Gewerkschaften? Also wer wäre denn sozusagen per se Ihr Partner? Und daraus folgend eigentlich drittens, ist das mehr ein Papier, was nach innen in die Partei gerichtet wird? Die Überschrift oder die kleinere Überschrift lautet, damit die Hoffnung zurückkehrt. Sie haben vom desolaten Zustand der Ampel gesprochen. Man könnte, glaube ich, auch vom desolaten Zustand der Linken reden, steht vor der Spaltung. Also ist dieses, damit die Hoffnung zurückkehrt, die eigentliche Überschrift für Ihre Partei? Naja, wenn wir einen Plan für ein gerechtes Land vorstellen, dann richtet sich das zuallererst natürlich an die Menschen in diesem Land, die im Moment davon bedroht sind, dass sie sozialen Abstieg erleben, die auch Ängste haben angesichts der notwendigen Umbauprozesse, die stattfinden, die allerdings von der Bundesregierung an dieser Stelle einfach nicht klug gesteuert werden, nicht klug umgesetzt werden, die vor allem sozial nicht flankiert werden. Und wenn wir einen Plan für ein gerechtes Land vorstellen, dann wollen wir, dass in diesem Land Gerechtigkeit Einzug herrscht, dass die Ungleichheit abnimmt, dass wir wieder in Situationen kommen, wo eben kein Kind tatsächlich mehr in Armut aufwachsen muss. Das ist unsere Zielgruppe. Wir wollen starke Löhne für die Leute, damit sie ihr Leben selbstständig gestalten können. Wir wollen, dass Menschen von Armutsszenarien befreit sind. Das richtet sich nicht nach innen, sondern das ist ein politisches Angebot in der Zeit, wo die Regierung handlungsunfähig ist und weite Teile der anderen Opposition der Union, denen nichts weiter einfällt, als mit der extremen Rechten zu flirten und einen Kulturkampf zu betreiben, aber keine der realen Fragestellungen, mit denen sich die Menschen in diesem Land konfrontiert sehen, bereit sind zu beantworten. Also klar, das ist ein Angebot nach außen. Darauf muss Politik reagieren, darauf muss auch die Regierung natürlich an dieser Stelle reagieren, sonst wird die Spannung in diesem Land weiter zunehmen. Mit wem wollen wir das durchsetzen? Natürlich gibt es in dieser Gesellschaft weitere fortschrittliche Kräfte neben unserer Partei. Einige haben Sie ja genannt, auch zum Beispiel die Gewerkschaften, soziale Bewegungen, aber auch Mieterinneninitiativen. Wenn ich gerade über Mieten geredet habe, gibt es ja viele gesellschaftliche Kräfte, die sich einer fortschrittlichen Politik auch verschrieben haben. Und jetzt gilt es natürlich, gemeinsam Druck auszuüben auf diese Bundesregierung, damit die endlich mal aus ihrer Handlungsunfähigkeit, aus ihrer selbstgemachten Paralysesituation herausfindet. Ich würde mich ja freuen, wenn ich mit einem anderen Satz nächste Mal in die Pressekonferenz einsteigen könnte, der da nicht lautet, der Zustand der Ampel ist desolat oder die Regierung befindet sich in einem desolaten Zustand, sondern endlich haben sie mal was Gutes gemacht und ich bin froh, dass sie unsere Vorschläge aufgegriffen haben. So, das würde mich sehr freuen, wenn das nächste Mal der Fall ist. Von daher werden wir weiter Druck machen an dieser Stelle. Und was die Erbschaftssteuer betrifft, die haben wir jetzt an dieser Stelle nicht aufgeführt, aber klar wollen wir Erbschaften wesentlich stärker besteuern, als es im Moment im Steuerrecht vorgesehen ist, weil das kein selbst erwirtschaftetes Vermögen an dieser Stelle ist und wir schon der Ansicht sind, dass insbesondere die großen Erbschaften von, ich sag mal, auch Millionären, Milliardären etc., die da vererbt werden, völlig unangemessen sind und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden sollten. Herr Müll. Eine Frage an Herrn Schirdewan und eine an Herrn Gysi. Herr Schirdewan, nur dass ich die Millionärsteuer richtig verstehe. Die erste Million
würden sich nach heutiger Progression versteuern lassen und danach jeder Euro, der drüber ist, mit 75%. Ist das richtig? Exakt. Okay. Und Herr Gysi, Sie haben den Rechtsruck beklagt. Die Linke war ja in großen Teilen des Ostens zumindest Volkspartei und hat diesen Nimbus weitgehend verloren. Welchen Anteil sehen Sie bei Ihrer Partei am Erstarken der AfD? Und dann würde ich gerne noch die Gelegenheit nutzen, Sie hatten ja einige Gespräche mit Frau Wagenknecht, ob Sie inzwischen Klarheit darüber haben, ob Frau Wagenknecht tatsächlich bis Ende des Jahres eine neue Partei gründen möchte. Danke. Ich darf zu dem Vorhergehenden nur noch eine Bemerkung machen. Alles, was man an Politik, auch in der Führung, in der Fraktion, im Bundesvorstand entwickelt, hat immer eine Außenwirkung und immer auch eine Innenwirkung. Was wir wollen, ist, dass völlig klar ist, dass wir in erster Linie eine soziale Partei sind. Und deshalb auch die Erarbeitung solcher Forderungen und Vorschläge. Zweitens, ich kenne natürlich auch Bedenken von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, aber ich darf daran erinnern, als ich Anfang der 90er Jahre den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn noch in Bonn auf einer Bundespressekonferenz vorgeschlagen habe, haben die Gewerkschaften mich kritisiert und gesagt, das nimmt ihnen ja ein Stück Tarifautonomie. Drei Gewerkschaften waren dafür, inzwischen sind alle dafür. Das heißt, und damit will ich Folgendes andeuten, der Sinn solcher Forderungen besteht auch in der Veränderung des Zeitgeistes. Wenn immer mehr Menschen sagen, ja, gesetzlich müsste eigentlich geregelt sein, dass immer ich die Inflationsrate als Erhöhung meines Lohns oder meines Gehalts erlebe, dann kommt auch irgendwann die Regierung nicht auf. Wenn ich Anfang der 90er Jahre Ihnen gesagt hätte, ja, und irgendwann wird der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn von CDU, CSU und SPD jetzt egal in welcher Höhe beschlossen werden, hätten Sie mir alle empfohlen, mich in die geschlossene Psychiatrie zu begeben, weil das so unwahrscheinlich klang. Ich hätte mich ja auch hinbegeben. Ich habe es ja auch nicht gesagt, aber es ist so gekommen. Was sich eben verändert hat, ist der Zeitgeist. Das Zweite, mit Sarah Wagenknecht führe ich Gespräche. Klarheit gewinne ich dadurch nicht. Was war die andere Frage? Und zwar, den Rechtsruck, den Sie beklagt haben. Wie bitte? Der Rechtsruck. Ja, ja. Ich wollte nur Folgendes sagen zu Sarah Wagenknecht. Es leben in ihr natürlich zwei Welten. Eine Welt sagt, man müsste eigentlich eine neue Partei gründen und die andere Welt sagt, nee, man müsste das nicht und das ist auch zu schwierig. Und das ist, glaube ich, in ihr und in ihrem Umfeld noch nicht richtig entschieden. Heute Abend gehe ich zum Beispiel mit Klaus Ernst essen. Ich werde mit ihm mal auch über all diese Fragen sprechen. Also es ist ja nicht so, dass ich da nicht Gespräche führe. Wir haben bei dem Zusammenschluss von WASG und PDS zur Linken einen Fehler begangen. Und zwar dergestalt, dass wir den Osten etwas vernachlässigt haben. Weil wir davon ausgegangen sind, wir müssen jetzt mal versuchen, NRW und Bayern und natürlich auch Bremen und Hamburg und so weiter zu erobern. Und wir sind ja tatsächlich in Bremen in einer Landesregierung. Das war ja früher völlig unvorstellbar. Trotzdem habe ich immer gesagt, das ist falsch. Aber was ich mir vorwerfe, ist, ich habe es nicht genügend scharf gesagt. Und jetzt sind wir dabei, den Osten wieder anders zu erreichen. Das ist auch ganz wichtig. Schuld an der AfD sind wir nicht, weil das eine internationale Entwicklung ist. Schauen Sie das sich bitte an unter Trump in den USA. Der droht ja wiederzukommen. Schauen Sie sich Orban an, schauen Sie sich Erdogan an, schauen Sie sich Duda an, schauen Sie sich Meloni an, schauen Sie sich die Le Pen-Partei an und bei uns eben die AfD. Dass allerdings der prozentuale Anteil im Osten höher ist als im Westen, das hängt damit zusammen, glaube ich, dass man einen großen Fehler bei der Herstellung der deutschen Einheit gemacht hat, indem man nichts übernommen hat. Weder die höhere Gleichstellung der Geschlechter, noch die Berufsausbildung mit Abitur, also dass man vieles kritisch sehen musste in der DDR, sage ich immer, da bin ich schon katholisch, brauchen Sie mich nicht davon zu überzeugen. Aber es gab eben auch Dinge, die weiter waren. Und nichts davon hat man übernommen. Damit hat man aber den Ostdeutschen gesagt, dass sie nichts geleistet haben. Das hat ihr Selbstbewusstsein nach unten gedrückt. Wenn man damals das Selbstbewusstsein nicht so nach unten gedrückt hätte, hätten wir heute weniger Pegida und auch weniger Stimmen für die AfD. So, wir müssen unseren Anteil leisten, aber auch die CDU, auch die SPD, auch die FDP, auch Bündnis 90 Die Grünen müssen nicht nur über die AfD herziehen, das können wir alle gemeinsam machen, das ist auch richtig, sondern sie müssen sich auch überlegen, was sie falsch gemacht haben, dass wir international, aber eben auch national eine solche Entwicklung haben.
Ich möchte Ihnen sagen, was es für ein Problem gibt. Erstens, viele Menschen haben Angst vor der Globalisierung. Und die rechtsextremen und nationalistischen Parteien bieten an, alles national geklärt zu bekommen und damit könnte man auch die Weltprobleme lösen. Das ist zwar Blödsinn, aber sie bieten das an. Und wir Menschen sind so gestrickt, dass wir lieber unsere Wünsche wählen als Realitäten. Ich sage Ihnen gleich ein Beispiel. Und das Zweite, was ich eben auch interessant finde, ist, dass scheinbar autoritäre Strukturen effizienter sind, weil es schneller geht. Was komischerweise Menschen reizt. Deshalb meine ich schon ab Kindertagesstätte, ab Schule müssen wir den Wert von Demokratie und Freiheit unterrichten, damit das nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Wir dürfen uns da nichts vormachen. Sie ist in Gefahr. Und da müssen wir wieder mit vielen anderen zusammen, Kirchen, Gewerkschaften, aber auch allen demokratischen Parteien versuchen, einen Weg zu finden, der Demokratie und Freiheit rettet. Das Problem ist, dass es keinen Gesprächskreis gibt, dieser Art zwischen demokratischen Parteien, wo mal selbstkritisch, von meinetwegen auch ohne Öffentlichkeit, darüber nachzudenken, was man anders machen kann. Ich sage nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass wir unsere Wünsche wählen und weniger die Realitäten. 1990, einige von Ihnen waren da noch gar nicht auf der Welt, und andere auf jeden Fall sehr jung, aber deshalb müssen Sie mir das einfach glauben, da wollten am 2. Dezember zwei Männer Kanzler werden. Oskar Lafontaine für die SPD und Helmut Kohl für die Union. Und Oskar Lafontaine sagte, die Einheit wird sehr, sehr teuer. Und Helmut Kohl sagte, Quack, es entstehen blühende Landschaften. Jetzt habe ich zwei Fragen an Sie. Die erste, wer hatte recht? Und die zweite, wer hat die Wahl gewonnen? Das sagt's. Nächste Frage. Hier, hallo, Okan Belikli von Table Media. Zwei Fragen. Sie haben beide gesagt, Sie wollen den Zeitgeist verändern, Sie wollen den Osten anders erreichen, Sie wollen Druck aufbauen, gemeinsam mit anderen. Stehen denn nach heute jetzt im Zusammenhang mit diesem Plan konkrete Aktionen, Touren, Kampagnen an oder reicht Ihnen erstmal die Pressemitteilung zur Veranstaltung? Und die zweite Frage, Sie haben gesagt, Herr Giesi, auch vorhin, Sie haben andere Länder geschaut, was Deutschland lernen kann von anderen Ländern. Gibt es neben den von Ihnen genannten Beispielen noch weitere Sachen, wo Sie sagen, oder Herr Schirdewan, wo Deutschland was lernen könnte? Danke. Ja, wir sind natürlich immer politisch in enger Abstimmung, zum Beispiel mit den Wohlfahrtsverbänden, wenn es darum geht, sich gemeinsam für die Kindergrundsicherung einzusetzen. Wir sind immer in enger Abstimmung auch und Mitglieder der Partei sind auch aktiv, zum Beispiel in Mieterinnenbewegungen und so weiter, sind Gewerkschaftsmitglieder, kämpfen dort für bessere Löhne. Von daher hat das natürlich praktische Konsequenzen, was wir hier vorschlagen, weil das ein Zwischenspiel zwischen den fortschrittlichen Kräften, die ich vorhin schon genannt habe, und unserer Partei ist. Es geht uns nicht darum, hier eine Pressemitteilung sozusagen zu produzieren. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. Also fühlen Sie sich sozusagen ermutigt, an dieser Stelle auch breit zu berichten. Aber letztendlich geht es darum, tatsächlich soziale Verhältnisse zu verbessern, bessere Löhne zu erstreiten und gegen Armut zu kämpfen in diesem Land. Und was sozusagen die andere Frage, vielleicht kann ich da noch darauf eingehen, was unsere Partei betrifft, das hat auch einen Zusammenhang zu dem, was Gregor Giese gerade zum Osten gesagt hat. Wir müssen wieder lernen als Partei und das war einerseits Corona-bedingt für uns schwierig, viel stärker mit den Menschen unmittelbar ins Gespräch zu kommen, dort solche Ideen auch publik zu machen. Wir müssen über Aktionsformen nachdenken, die es uns ermöglicht, mit der Mitgliedschaft gemeinsam über die Generation hinweg unsere politischen Positionen an die Leute zu bringen. Und ob das der klassische Infostand ist oder ein Haustürgespräch oder was auch immer, Nachbarschaftsfest. Wir sind dabei, die Partei wieder zu aktivieren, zu mobilisieren. Und ich spüre auch, dass da wirklich auch der Wunsch ist, in der Mitgliedschaft starke gemeinsame Politik zu machen. Und wir denken da intensiv drüber nach, wie wir dann auch mit solchen Plänen für ein gerechtes Land aktiv sozusagen in die Bürgerinnenschaft dieses Landes hineinwirken können und das im unmittelbaren Gespräch auch dann vorstellen können. Also ich plane, was ich mir vor einem Jahr auch noch nicht hätte vorstellen können, wieder eine Rundreise, wo Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten an andere aufgerufen sind, hinzukommen, mit denen ich dann alle Fragen diskutiere, also was ihnen an der Partei nicht gefällt, was ihnen gefällt, wie wir sie weiterentwickeln können, etc. Und da bin ich in Dresden und in vielen anderen Städten, die jetzt auch alle anfragen, weil sie gehört haben, dass ich sowas mache. Nun kann ich mich auch nicht zerreißen. Ich bin ja noch sehr jung, ich bin ja erst 75 Jahre alt, aber muss diesem Umstand doch auch Rechnung tragen. Also sagen wir mal, aber das bringt schon etwas zum Ausdruck. Und das Zweite ist, dass wir mit den Wohlfahrtsverbänden, mit Gewerkschaften und anderen darüber sprechen wollen,
welche Maßnahmen wir nicht alleine, sondern zusammen ergreifen müssen, wenn die Lage für die Betroffenen immer schlimmer wird. Und ich liebe ja die Gewerkschaften, vor allen Dingen, wenn sie im Oktober eine Protestkundgebung für März nächsten Jahres beschließen, mit Trillerpfeifen und allem drum und dran und so. Das kenne ich ja. Vielleicht mal etwas spontaner, etwas zügiger, etwas aufmüpfiger. Also darüber will ich gerne mit Ihnen reden, weil ich das auch für notwendig halte. Ich meine, wir Deutschen können nicht so protestieren wie die Französinnen und Franzosen, das weiß ich ja, das muss ja auch nicht sein. Aber ich meine, für unsere Verhältnisse angemessen müsste es mehr Protest geben. Ich lade Sie auch gerne nochmal zu unserer Umsteuern-Kampagne ein, können wir gerne nachher nochmal später darüber reden. Ach so, ja, und zwar auf verschiedenen Gebieten. Also einmal im sozialen Bereich haben wir jetzt ja einen Vorschlag übernommen, nicht 1:1, aber übernommen. Und dann gibt es auch Länder, die bei den Steuern uns voraus sind. Komischerweise ein Land, da werden Sie sich jetzt wundern, dass ich das nenne, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die machen zwei Dinge, die ich spannend finde. Das eine ist, dass alle US-Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, egal wo sie wohnen, ob auf den Seychellen, in Monaco oder sonst wo, verpflichtet sind, einmal im Jahr ihre gesamten weltweiten Einkommen den USA zu melden. Und wie viel Steuern Sie auf den Seychellen, Monaco oder wo auch immer Sie dafür zu bezahlen haben. Und wenn Sie in den USA mehr zu bezahlen haben, müssen Sie die Differenz überweisen. Wegen Steuerdelikten wird nicht ausgeliefert. Aber wenn die in die USA zurückkommen und Sie haben es nicht gemacht oder falsche Meldungen abgegeben, dann ergeht es Ihnen keineswegs gut. Da sind Sie ausgesprochen streng. Warum können wir das nicht einführen? Ich finde das eine spannende Idee. Man kann ja Ausnahmen machen für bestimmte Leute, wenn das nötig ist. Aber dass man das mal so im Prinzip so denkt, das imponiert mir. Das Zweite ist, dass Sie auch, was Wirtschaft betrifft, andere Steuern haben, weil Sie immer schon international tätig waren. Und deshalb haben Sie erfunden, dass US-Unternehmen, die woanders, zumindest mehrheitlich US-Unternehmen, die woanders Gewinne machen, dafür auch Steuern in den USA zu bezahlen haben, wenn die Steuern in dem Land, wo sie das machen, geringer sind, etc. Das heißt, ich finde, gerade weil wir so sehr auf Export und anderes angewiesen sind, dass wir diesbezüglich aktiver werden müssen. Nur, lassen Sie mich das als Letztes sagen, haben Sie nicht gefragt, aber ich bin ja Politiker, wir antworten ja auch immer auf Dinge, die wir nicht gefragt werden. Was ich wirklich, also hanebüchen finde, ich werde ganz viel durch Deutschland gefahren und mitten im Interview bricht das ab, weil kein Netz, keine Internetverbindung, ja, steht ja bei mir auf dem Handy. Ich habe jetzt mit einem Mann gesprochen, der war 2 Jahre in Uganda und der hat mir erklärt, sein Internet war nirgendwo unterbrochen, weder in der Höhle noch hinterm Berg, noch vor dem Berg, noch auf dem Berg, sodass ich der Regierung vorgeschlagen habe, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen, damit uns einer mal erklärt, wie man das machen kann. Das ist doch absurd. Es gibt noch 2 Fragen, Frau Palzer und Herr Bochow. An Sie beide die Frage, Herr Merz hat ja gestern die sogenannte Brandmauer im Bereich der Kommunen nicht ganz so hochgezogen zur AfD. Gleichzeitig hat er sich aber für eine Zusammenarbeit mit der Linken keineswegs ausgesprochen, sondern diese Frage eher nicht beantwortet, würde ich sagen. Wie bewerten Sie diese Wertung der CDU, des CDU-Vorsitzenden, quasi die Äquidistanz zur AfD und zur Linken? Na, die hält er ja an dieser Stelle offenkundig nicht. Er ist ja wesentlich näher an der AfD als an der Linken. Ehrlich gesagt sehe ich im Moment auch keinen Spielraum dafür, wie man mit einer CDU unter Friedrich Merz in irgendeiner Form zusammenarbeiten sollte als Linke. Das erscheint mir doch eher eine Utopie. Der Unvereinbarkeitsbeschluss, den die Union vor langer Zeit für sich gefällt hat, dass es überhaupt gar nicht möglich ist, mit der Linken zum Beispiel zu reden oder gemeinsame Initiativen zu starten, den halte ich für aus der Zeit gefallen. Der ist völlig überholt, da sollte die CDU mal in sich gehen. Aber dass gleichzeitig von Friedrich Merz die Brandmauer eingerissen wird gegenüber der AfD und damit der extremen Rechten und damit den Feinden der Demokratie der Weg geebnet wird, das halte ich wirklich für fatal. Da spielt es auch keine Rolle, ob das erstmal nur auf kommunaler Ebene passieren soll. Meiner Ansicht nach ist das ein klarer strategischer Move des CDU-Vorsitzenden, der damit hofft, zukünftig Allianzen mit der extremen Rechten für seine Partei zu ermöglichen. Ich lehne das natürlich entschieden ab. Als antifaschistische Partei lehnt die Linke das entschieden ab. Ich finde, dass die Union da auf dem
wirklich fatalen Weg eingeschlagen ist. Man muss einfach nur mal die Politik seiner Vorgängerin Angela Merkel mit der seinigen vergleichen an dieser Stelle. Da werden die Widersprüche so offenkundig und die CDU nimmt keine gute Entwicklung an dieser Stelle. Was Martin sagt, ist völlig richtig für die Bundesebene. Interessanter ist die Kommunalebene, aber da gab es immer schon Formen der Zusammenarbeit. Vor allen Dingen im Dorf, wenn sich alle kennen, kannst du das doch gar nicht verhindern. Aber auch in kleineren Städten etc. Aber die Landesebene ist interessant. Herr Möhring von der CDU in Thüringen hat sich ja etwas so merkwürdig geäußert. Und ich kann Ihnen sagen, dass ein Ministerpräsident eines Landes mich angesprochen hat, Mitglied der CDU, ich sage Ihnen auch nicht welcher, und die Frage gestellt hat, ob man nicht bei uns im Programm irgendwas ändern könnte und so weiter, weil der möchte nun unbedingt ein Zusammengehen mit der AfD verhindern. Das heißt, auf Landesebene gibt es da so leicht andere Sichten. Das ist für uns sehr, sehr schwierig. Einerseits können wir ja nicht zulassen, dass die AfD regiert. Andererseits bestimmte Koalitionen einzugehen, wo unsere Forderungen restlos verbessert werden, das ist auch wahnsinnig schwierig. Also es steht keine leichte Zeit für alle demokratischen Kräfte bevor. Aber was Herrn Merz und die Bundesebene betrifft, da stimmt das genau, was Martin gesagt hat. Das Zweite, was ich Ihnen dazu sagen wollte, ist dieser Unvereinbarkeitsbeschluss. Ich weiß gar nicht, ob Sie den so gefasst haben, weil für die war das immer so völlig klar. Die SPD hat einen gefasst unter Scharping und das weiß ich noch. Und da habe ich damals gesagt, man fasst einen solchen Beschluss nur, wenn die Gefahr besteht, dass es passieren könnte. Und dann ist es ja auch passiert. Es begann mit Ringsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich daran erinnern darf, da war aber auch dann der Vorsitzende Oskar Lafontaine, der ja nichts dagegen hatte. Insofern gab es dann, also der SPD, einen Unterschied. Trotzdem interessant, inzwischen, ich glaube auch in den Medien, wird ja respektiert, dass die Linke im Unterschied zur AfD zum Kreis der demokratischen Parteien in Deutschland gehört. Das haben wir uns hart erarbeitet. Das sah 1990 gänzlich anders aus. Und deshalb genieße ich das auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber es ist auch richtig und es wird auch Zeit. Aber schwierige Fragen kommen dann noch auf uns zu. Das stimmt. Oder können auf uns zu. Herr Bohr. Ja, ich muss nochmal zu Frau Wagenknecht was fragen. Sie haben gesagt, Sie sprechen mit ihr, Sie haben viel mit ihr gesprochen, Sie haben aber gleichzeitig oder vor einiger Zeit gesagt, wenn Frau Wagenknecht eine Partei gründet, werden Sie sie auch bekämpfen, diese Partei. Einfach die Frage, sind Sie enttäuscht von Frau Wagenknecht? Sind Sie enttäuscht darüber, dass die Entwicklung jetzt so weit gediehen ist? Und die zweite vielleicht noch, weil die Umfragen suggerieren, dass eine mögliche Wagenknecht-Partei den größten Schaden bei der AfD anrichten könnte, wäre dann so eine Partei nicht eigentlich wünschenswert? Also in Italien und auch in anderen Ländern haben große linke Parteien sich etwa 5-mal gespalten. Die italienische kommunistische Partei hatte in besten Zeiten unter Berlinguer über 36% der Stimmen. Die kämpfen jetzt zwischen 0,3 und 1,1%. An was anderes ist überhaupt nicht zu denken. Also zu glauben, dass eine Aufspaltung von Parteien einen großen Fortschritt bringt, halte ich für eine Illusion. Zweitens, wenn wirklich eine neue Partei gegründet werden muss, die sich auf eine Figur stützt. Das ist auch ein bisschen wenig. Aber das Zweite ist, und das ist viel interessanter, die hat erstmal einen Boom, auch durch die Medien, man wird ja dann durch jede Fernsehsendung erreicht, das kenne ich und ich weiß auch, wie das wieder zusammenbricht. Ich darf Sie an die fantastische Initiative Aufstehen erinnern. Was war das für ein Boom und was hört man heute davon? Ich glaube, es ist einfach ersatzlos verschwunden. Der nächste Punkt ist der, dass wenn man so halbrechte und linke Themen zusammen anbietet, dass man in Wirklichkeit letztlich keine Pluspunkte macht. Weil die einen wollen entweder richtig das eine und die anderen wollen richtig das andere. Und das kriegst du nicht zusammengebacken. Natürlich könnte es im ersten Moment so eine Erleichterung geben bei unzufriedenen Leuten, die sagen, ja, so diesen Weg gehe ich, aber ich glaube nicht, dass es hält. Außerdem muss man das ja alles organisieren. Ich sage mal, wissen Sie, für eine Europawahl ist das nicht so schwer. Da hast du eine Bundespartei, dann hast du eine Bundesliste und dann ist auch gut.
dann gehst du eben zur Wahl, brauchst ein paar Plakate ziehen. Aber Bundestagswahl, 16 Landesverbände, mindestens 20 Büros, Beschäftigte, Angestellte, wer soll denn das alles hinbekommen? Dann weiß ich auch, welche neuen Mitglieder man bekommt. Das kenne ich alles von 90, als wir versucht haben, uns im Westen aufzubauen. Es ist mir alles nicht unbekannt. Da kann ich nur sagen, viel Vergnügen. Aber natürlich werde ich dann entschieden dagegen kämpfen. Und das hat folgenden Grund. Ich habe 1990 erlebt, das habe ich ja Ihnen schon mal gesagt, wie man versucht hat, meine Partei, also unsere Gegnerinnen und Gegner und unsere Konkurrentinnen und Konkurrenten haben versucht, meine Partei politisch-moralisch auszuschalten. Ist ihnen nicht gelungen. Dann hat man versucht, uns über völlig falsche und überzogene Steuerbescheide finanziell auszuschalten. Wieder unsere Gegnerinnen und Gegner und unsere Konkurrenten und Konkurrenten, ist auch nicht gelungen. Und ich kann doch jetzt nicht ernsthaft zulassen, dass Linke versuchen, die Linke kaputt zu machen. Das geht nicht. Und nur weil Sie enttäuscht sind, weil man mit irgendwelchen Anträgen keinen Erfolg hatte. Was glauben Sie, mit wie vielen Anträgen ich in meinem Leben keinen Erfolg hatte? Zum Beispiel in der Justiz oder sonst wo. Und trotzdem bin ich bei meinem Anwaltsberuf geblieben und ich bin auch immer in dieser Partei geblieben. Ich finde, dann muss man kämpfen, dann muss man sagen, ich finde das falsch. Ich werde versuchen, eine neue Initiative für den nächsten Parteitag zu starten und so. Das kann man alles machen. Aber zu sagen, ich gehe und gründe dann etwas, was ja auch uns kaputt machen soll, das kann ich nicht akzeptieren. Das weißt du ja auch. Sind Sie enttäuscht von Ihnen? Wie bitte? Nein, das nicht. Wir waren ja nie so eng zusammen, aber ich glaube, sie ist enttäuscht. Und ich habe zu ihr gesagt, aus Enttäuschung soll man nie Entscheidungen treffen. Es gibt noch eine Frage von Herrn. Das gilt übrigens auch im Eheleben. Ja. Und da bin ich Spezialist. Ich habe schon 2 Ehen geführt und bin 2-mal geschieden. Einfach reden. Einfach reden. Nochmal eine Nachfrage zu dem Interview Friedrich Merz gestern Abend. Sie haben jetzt sozusagen das kritisiert. Ich würde die Frage gerne mal drehen, sozusagen. Was erwarten Sie denn von einem CDU-Parteichef, wie er mit der AfD und deren Erfolg umgehen soll? Es ist ja nicht an mir, Formulierung oder Erwartungen an die CDU zu formulieren, aber an der Stelle würde ich sagen, sollten sich doch Demokratinnen und Demokraten einig sein, dass man eine klare Brandmauer gegen die Feinde der Demokratie zieht und auch aufrechterhält. Wenn ich mir ansehe, welche Zusammenarbeit zum Beispiel im Europäischen Parlament auch zwischen der konservativen Parteienfamilie, damit auch zwischen CDU und CSU einerseits und andererseits rechtsextremen Parteien läuft in vielen politischen Fragen, dann sehe ich, dass diese Brandmauer auf vielen Ebenen mittlerweile in Frage gestellt wird, auf europäischer Ebene, jetzt offensichtlich aber auch in Deutschland auf kommunaler Ebene. Und wenn Merz mit dem Feuer spielen will, dann soll er das gern tun. Aber ich glaube, das Feuer zu löschen ist vor allem Aufgabe der CDU selbst und nicht meine. Aber ich darf noch einen Satz sagen. Das hat die CSU in Bayern schon versucht, indem sie ein bisschen der AfD in den Thesen entgegengekommen ist, in der Hoffnung, die Leute, die bis dahin AfD gewählt haben, wählen dann sie. Falsch. Die haben dann noch mehr AfD gewählt, weil du damit ja die Forderung der AfD legitimierst. Das ist der Punkt. Genau das darf nicht geschehen. Das heißt, die CDU hat die Aufgabe, konservative Interessen zu vertreten. Sie war ja auch Anhängerin der sozialen Marktwirtschaft. Na, davon sind aber schon ganz schön entfernt, kann ich nur sagen. Und genau, sich nicht auf das Spiel mit der AfD einzulassen. Und sie begeht den Fehler, sich auf dieses Spiel einzulassen. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für das große Interesse und wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche.